Ganz herzlich begrüße ich euch heute zum 7. Tag der Barmherzigkeitsnovene, heute auf dem wunderschönen Kreuzweg bei Hafnerberg. Ich bin hier bei der 12. Station, knie auch hier vor diesem wunderbaren Bild, das ihr leider nicht sehen könnt, und lade euch ein, mit mir diese Barmherzigkeitsnovene zu beten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus sagt zur heiligen Schwester Faustine: Heute führe die Seelen zu mir, die meine Barmherzigkeit besonders ehren und rühmen, und tauche sie ein in meine Barmherzigkeit. Diese Seelen haben mein Leiden am meisten beklagt, und sie sind am tiefsten in meinen Geist eingedrungen. Sie sind das lebendige Spiegelbild meines barmherzigsten Herzens. Diese Seelen werden im künftigen Leben in besonderer Heiligkeit erstrahlen. Keine von ihnen verfällt dem Feuer der Hölle. In der Stunde des Todes werde ich jede von ihnen besonders verteidigen. Barmherzigster Jesus, dein Herz ist die Barmherzigkeit selbst. Nimm jene Seelen in die Wohnung deines barmherzigsten Herzens auf, die die Größe deiner Barmherzigkeit besonders verehren und verherrlichen. Diese Seelen sind selbst in jeder Pein und Widerwärtigkeit mächtig durch die Kraft Gottes. Sie gehen im Vertrauen auf deine Barmherzigkeit voran. Diese Seelen sind mit Jesus vereint und tragen auf ihren Schultern die gesamte Menschheit. Strengem Gericht werden sie nicht unterzogen, weil sie im Tode von deiner Barmherzigkeit umhüllt sein werden. Die Seele, die des Herrn Güte preist, erfährt auch seine besondere Liebe. Sie ist dem lebendigen Quell ganz nah und schöpft Gnaden aus Barmherzigkeit. Ewiger Vater, siehe mit barmherzigen Augen auf jene Seelen, die deine größte Eigenschaft, die unergründliche Barmherzigkeit, preisen und ehren. Sie sind im barmherzigsten Herzen Jesu eingeschlossen. Diese Seelen sind das lebendige Evangelium. Ihre Hände sind gefüllt mit barmherzigen Taten. Ihre Seele mit Freude überfüllt, singt ein Lied der höchsten Barmherzigkeit. Ich bitte dich, Vater, erweise ihnen Barmherzigkeit gemäß der Hoffnung und dem Vertrauen, das sie zu dir haben. Möge sich an ihnen die Verheißung Jesu vollziehen: Seelen, die meine unergrenzliche Barmherzigkeit verehren, werde ich selbst wie meine eigene Ehre verteidigen, im Leben und besonders in der Stunde des Todes. Und im Namen der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der priesterlichen Bindern Lösegewalt, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, der heiligen Erzengel Michael, Gabriel und Raphael und alle Engel und der Heiligen des Himmels, binde, brech, entmacht dich alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festigungen, die euch und eure Familien getroffen haben. Durchtrenne alle negativen Bindungen an Personen, Dinge und Orte, die euch geschadet haben, und berge euch und eure Lieben, euer Hab und Gut, eure Arbeit in den heiligen Wunden Jesu, der Liebesflamme Mariens, im Kraftfeld der vereinten Herzen Jesu Mariens. So segne und schütze euch alle der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.